Er ist ein Symbol vergangener Tage, Markus Börl mit vielen Muskeln. Die meisten aber der Besucher auf der FIBO in Köln haben ganz andere Stars, nämlich YouTuber, die ihre Vorbilder sind. Die FIBO ist die weltweit größte Fitnessmesse. Über 960 Aussteller aus 40 Ländern haben sich präsentiert und es geht vor allen Dingen auch um Spaß an der Freude. Die sogenannten Hoverboards oder E-Scooter sind einer der Publikumslieblinge. Viele wollen die Geräte einmal ausprobieren. Ein Trend: EMS, Elektrostimulation. Strom gibt dem Körper neue Impulse, so wachsen die Muskeln. Auch ein Trend: Ernährung. Viele schauen sich genau an, welche Zusatzpräparate man nehmen kann. Und die meisten wollen gerne mal die Produkte ausprobieren. Auch die Sportmode ist ein wichtiger Faktor. Viel Geld lässt sich damit verdienen, das haben die Hersteller erkannt. Ein weiterer Trend sind Fitness-Tracker. Sie zählen die Schritte, den Puls und zeichnen alles auf. Und auch die Geräte stehen im Mittelpunkt. Jung und alt probieren gerne einmal die Geräte aus.